Tim wird mir heute seine Geschichte erzählen, aber das wird er nur anonym tun, denn Tim möchte nicht mehr mit seiner Vergangenheit in Verbindung gebracht werden. Tim war Verschwörungsgläubiger. Verschwörungen waren seine Welt und vor allem waren sie seine Wahrheit. Ich dachte, ganz bald passiert es, dann gibt es einen riesigen Krieg und dann werden die meisten Menschen sterben, weil das so sein soll. Ich möchte herausfinden, wie kommt es dazu, dass man an so eine Erzählung glaubt? Wie geht das Umfeld damit um und vor allem, wie kommt man aus so einer Szene wieder raus? Hi Tim. Hi. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke. Wir haben gedacht, wenn wir eine Reihe zum Thema Glauben machen, müssen wir uns eigentlich auch mit dem Thema Verschwörungsglauben beschäftigen, weil das gerade so ein aktuelles Thema ist und auch so viele persönliche Beziehungen in Freundschaften, in der Familie oder so beeinflusst. Und du hast ja auch sehr lange an etwas geglaubt. Was war das denn? Im Grunde habe ich daran geglaubt, dass die Welt von einer geheimen kleinen Elite gesteuert wird und dass sie alle einem großen Plan folgen, der ihnen immer zu immer mehr Macht verhelfen soll. Dass es dann keine unabhängigen Länder mehr gibt, dass es nur noch einen weltumspannenden totalitären Staat gibt, mhm, und dass die Menschheit sehr viel weniger werden sollen und dass wir in einem, ja, dystopischen Überwachungsstaat leben werden, in dem diese Regierung alles kontrollieren wird. Wieso dachtest du damals, dass du mehr weißt als alle anderen? Naja, ich dachte nicht, dass ich mehr weiß als alle anderen, aber sicherlich mehr als die meisten, mhm, weil ich davon überzeugt war, dass die Quellen, in denen ich von sowas gelesen habe, stimmen. Mhm. Und ich mir auch dachte, die sind so leicht zugänglich, das müsste eigentlich jeder finden können. Und wenn man das nicht tut, dann will man einfach die Wahrheit nicht wissen. Mhm. Welche Quellen waren das denn? Das waren das, was man alternative Medien nennt. Sehr halbseidene Newsseiten, die über alle möglichen Verschwörungsgeschichten berichtet haben. Videos auf YouTube, Texte auf entsprechenden Foren, solche Sachen. Mhm. Also ich begegne vor allem im Netz immer wieder Leuten, die eine ganz andere Erklärung haben, sage ich jetzt mal so neutral, wie die Erklärung, die ich habe für das, was, wie die Welt funktioniert. Ja? Wie ist das denn bei dir losgegangen? Das war natürlich ein Prozess, aber ich habe ein Video gesehen auf YouTube, ein zweistündiger Film, in dem geht es darum, dass die ganze Weltgeschichte lang alle Systeme, die wir kennen, Religionen, wirtschaftliche Systeme, politische Systeme, auf Lügen basieren würden. Mhm. Und das wurde dann verknüpft mit Verschwörungsgeschichten um den 11. September herum, um ein bisschen um die Weltkriege herum. Und das hat mich da reingezogen, weil es mir so einen Faden gegeben hat, der sich durch die Geschichte durchzieht. Ja. Und im Rückblick muss ich sagen, das ist einfach wahrscheinlich so die Idee, die mich da am meisten angezogen hat, weil das die echte Welt eben nicht bietet. Kannst du dir denn heute so im Nachhinein erklären, warum du anfällig für diese Verschwörungserzählung warst? Ich wollte überall unbedingt Verknüpfungen sehen, auch welche, die es gar nicht wirklich gibt, um eine spannende Story mir selber erzählen zu können. Und das war leichter, an einen, in Anführungszeichen, bösen Plan zu glauben, als an gar keinen. Was ich total verstehen kann, ist, dass man da irgendwie was sucht, was einem vielleicht so ein bisschen Halt gibt, was einem so ein bisschen eine Erklärung gibt, warum die Dinge eigentlich alle so laufen, wie sie laufen. Ich glaube, die gibt es nicht. Ja? Und kann aber bis zu einem gewissen Punkt auch schon verstehen, wieso Menschen sich danach sehen. Was hat denn dieses Weltbild, an das du geglaubt hast, in dir ausgelöst? Zu einem Teil war ich wütend, auf jeden Fall. Aber ich habe ja keine Möglichkeit gesehen, wirklich dagegen vorzugehen, weil dieses System, von dem ich dachte, dass es existiert, einem so übermächtig vorkam. Also Resignation? Irgendwo Resignation und ab und zu so Anfälle von Aktivismus, die aber nur darauf hinausliefen, diese Informationen weiter zu verbreiten. Für uns war es bei dem Thema total wichtig, auch die Einschätzung einer Expertin zu bekommen. Pia Lamberti ist Sozialpsychologin und sie forscht zu Verschwörungserzählungen und Ideologien. Woher kommen denn diese Verschwörungserzählungen? Verschwörungserzählungen sind seit teilweise Jahrtausenden in der Gesellschaft eingebettet. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Mythen, die sich wenig geändert haben. Und das macht auch Verschwörungserzählungen so attraktiv. Auf der einen Seite ist es immer wieder das Gleiche, aber sie sind extrem anpassungsfähig an gesellschaftliche Entwicklungen, an neue Ereignisse. Man sieht es ja, sobald irgendwo eine Katastrophe passiert, sind innerhalb von Sekunden alternative Wahrheiten da, Verschwörungserzählungen da, die behaupten, wir wissen wirklich, was passiert. Mhm. Warum glauben die Menschen an sowas?
Die Forschung konnte zeigen, dass Situationen, in denen man keine Kontrolle hat, in denen man das Gefühl hat, man kann die Lage gerade nicht beeinflussen, dazu führen, dass Menschen auch eher da Muster sehen, wo keine sind. Das heißt, es ist so eine Art Kompensationsstrategie, um mit Situationen umzugehen, die wir nicht beeinflussen können. Das kann so etwas sein wie eine Pandemie oder ein Terroranschlag. Das können aber auch persönliche Ereignisse sein. Dann ist es so, dass Menschen an Verschwörungen glauben, weil sie sich darüber aufwerten können. Man ist dann plötzlich die Person, die scheinbar die Wahrheit kennt, während die anderen in dieser Logik ja alle Schlafschafe seien oder Systemlinge, die eben der Regierung folgen und nicht selber denken würden. Geht denn von Verschwörungserzählungen eine Gefahr aus? Verschwörungserzählungen haben einen Einfluss darauf, wie Menschen sich in einer Gesellschaft bewegen. Wir sehen das im Gesundheitsbereich. Wer stärker an Verschwörungen glaubt, der wird sich weniger wahrscheinlich impfen lassen. Vor der Pandemie, aber auch eben jetzt. Es gibt diverse Studien, die zeigen, der Verschwörungsglaube findet sich stärker bei Menschen, die eher rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien wählen. Man ist eher auch bereit, gewalttätige Lösungen zu akzeptieren, weil man ja glaubt, man müsste gegen die Verschwörer, die angeblichen, irgendwo auch vorgehen, gegen sie kämpfen. Und dementsprechend wird Gewalt auch zum legitimen Mittel. Habt ihr Menschen in eurem Umfeld, die an Verschwörungserzählungen glauben? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Schreibt uns das mal unten in die Kommentare. Tim, wie ist es denn dann weitergegangen? Also hast du dich immer weiter in diese Verschwörungserzählungen so verstrickt? Ja, ich wollte immer mehr wissen. Und ich habe das immer weiter verfolgt, immer mehr Videos geschaut, immer mehr Texte dazu gelesen und mich immer tiefer verstrickt. Und natürlich wurden dann auch die Geschichten an sich stellenweise verrückter. Also hohle Erde, Aliens, alles Mögliche in dieser Art. Und gab es irgendwann mal so einen Punkt, wo du gemerkt hast, so, okay, jetzt das glaube ich aber jetzt nun wirklich nicht. Ja, zum Beispiel sowas wie hohle Erde. Mhm. Dass das Erde hohl ist, dass da innen auch Menschen leben und dass die möglicherweise die Nazis sind, die im Krieg besiegt wurden und dahin geflohen sind und da irgendwie was mit Aliens zu tun haben, das war mir dann so verrückt. Andere Geschichten waren für mich dann doch wieder irgendwie sinnvoll oder zumindest habe ich dann die Widersprüche da drin nicht gesehen. Ja. Wollte sie nicht sehen. Wie ist denn dein Umfeld eigentlich damit umgegangen, wenn du mit solchen Erzählungen um die Ecke gekommen bist und die ja vielleicht irgendwie an was anderes geglaubt haben? Es gab schon Leute in meinem Umfeld, die damit, wie gesagt, was anfangen konnten. Ich denke, dass alle, die mir gesagt haben, das stimmt einfach nicht, die Inhalte meines Weltbilds angezweifelt haben, dass sie bei mir überhaupt nichts bewirken konnten. Es gab auch nicht so viele, aber es hätten auch viele sein können, es hätte nichts gebracht. Bei meinen Eltern zum Beispiel war das ein bisschen so, mein Vater vor allem, dass er mit sowas nie was anfangen konnte, hat nie an sowas geglaubt, aber er hat mich eben auch ein bisschen glauben lassen. Er hat das nicht bekämpft, sondern einfach immer nur vorsichtig versucht, mich dazu zu bewegen, meine Denkweise zu hinterfragen. Das hat auf Dauer, glaube ich, peu à peu geholfen, dass ich da rauskam. Weil das war wertfrei, das war nicht ein Angriff auf ein Weltbild, mit dem ich mich zu dem Zeitpunkt schon sehr identifiziert habe, sondern nur ein Angebot, ein bisschen anders zu denken. Als wir uns auf diesen Dreh, auf dieses Video vorbereitet haben, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, wie wäre das denn für mich, wenn ich jetzt merken würde, okay, eine Freundin bei mir im Umfeld irgendwie fängt auf einmal an, an Verschwörungserzählungen zu glauben. Wie geht man denn am besten mit sowas dann um? Je ideologischer es ist, umso schwieriger wird es, umso weniger kann man auch mit Fakten Diskussionen erreichen. Und das führt eigentlich auch schon zu der nächsten Frage, was ist denn eigentlich das Ziel, wenn ich jetzt auf meine Freundin oder meinen Onkel, meine Mutter zugehe? Möchte ich, dass sie nicht mehr an die Dinge glaubt? Das ist schwierig. Dafür braucht sie auch die Bereitschaft, das Gegenüber, dass sie das wirklich will. Oder möchte ich vielleicht, dass sie sich weniger mit diesen Themen beschäftigt? Möchte ich, dass sie eine Maske trägt, wenn wir uns treffen? Und das ist schon mal ganz wichtig, sich auch genau realistische Ziele zu setzen im Umgang mit Verschwörungsgläubigen im eigenen Umfeld. Das heißt, eher kleinere, einfachere, zu erreichende Ziele am Anfang setzen, anstatt direkt zu sagen, ich will, dass du da komplett rauskommst sozusagen. Genau, was ich ebenfalls auch wichtig finde, ist, dass man sich überlegt, wo sind eigentlich meine eigenen roten Linien? Wenn beispielsweise menschenverachtende Äußerungen getätigt werden, dass man dann auch klar sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ist das eine Unterhaltung, die ich führen sollte oder kann ich es auch einfach ignorieren?
Ich würde solche Dinge nicht ignorieren, weil das eigene Umfeld noch den größten Einfluss hat. Die eigenen Emotionen zu spiegeln, das ist ja was, was man machen kann. Also anstelle zum Beispiel zu diskutieren, welchen Sinn und Unsinn Tests haben und was die empirischen Daten sind, kann man ja durchaus auch sagen, zum Beispiel, mir persönlich ist das wichtig, ich fühle mich sonst unsicher in der Situation. Könntest du, auch wenn du selber die Tests für Quatsch hältst, dich trotzdem testen, wenn wir uns nächstes Wochenende treffen? Und dann ist das eine Ich-Botschaft. Da geht es jetzt gar nicht so sehr auch um Fakten, sondern einfach auch darum, wie man sich selber fühlt. Wenn ihr dieses Thema spannend findet, lasst uns gerne ein Abo da und noch einen Hinweis, der mir besonders am Herzen liegt. Die Frage hat jetzt auch einen Podcast mit ganz neuen und eigenen Themen und dafür treffe ich super spannende Menschen. Hört unbedingt mal rein. Als du immer tiefer und tiefer in diese Verschwörungserzählungen eingestiegen bist, wie ging es dir denn damit? Was hat denn das in dir ausgelöst? Stolz und Angst. Stolz, weil ich dachte, ich gehöre zu den eher wenigen Menschen, die das System durchschauen, die nicht überrascht sein werden, wenn es losgeht. Wenn was losgeht? Das ist auch so ein Punkt. Verschwörungsglaube hat immer irgendwie so das Gefühl, bald steht irgendein großes Ereignis bevor, dann wird die Welt umgedreht, dann gibt es einen Krieg oder eine Seuche oder was auch immer. Das ist die Angst, das hatte ich nämlich auch, dass ich dachte, ganz bald passiert es, dann gibt es einen riesigen Krieg und dann werden die meisten Menschen sterben, weil das so sein soll. Mhm. Und 2014, als die Krim annektiert wurde, da dachte ich, jetzt komm, ist es soweit. Jetzt beginnt mitten in Europa ein Weltkrieg. Mhm. Und das war eine Zeit, da war es natürlich sehr intensiv. Da hatte ich wirklich jeden Tag Angst davor, dass das jetzt passiert, weil ich ja nicht dachte, das ist jetzt eine internationale Krise, die im schlimmsten Fall eskalieren könnte, sondern dass das ein beabsichtigter Plan ist, eine beabsichtigte Eskalation von allen Seiten. Wie gingst du denn damit um, wenn sich so Erzählungen auch manchmal widersprechen oder widersprochen haben? Habe ich ausgeblendet. Ich habe mir gedacht, dann gibt es eine Erklärung, die ich noch nicht kenne. Gibt es für dich irgendwie so einen Moment, wo du dachtest, so okay, da bin ich aber irgendwie, da habe ich doch nochmal umgedacht. Da hat mich jemand gepackt und irgendwie, da gab es so einen Moment, bin ich ins Nachdenken gekommen. Ja, gab es. Der hat jetzt meinen Ausstieg nicht alleine verursacht, aber er hat dazu sehr beigetragen. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem mehrere Menschen zusammengebracht wurden, die an Chemtrails glauben, daran, dass Flugzeuge eben bestimmte Gifte versprühen. Diese Leute konnten sich alle darauf, untereinander darauf einigen, dass es Chemtrails gibt, aber sie konnten sich nicht darauf einigen, wozu das gemacht wird. Ob es nun darum geht, die Böden alle zu vergiften, ob es darum geht, die Menschen zu vergiften und sie unfruchtbar zu machen oder dass sie Alzheimer kriegen, alles Mögliche war da drin. Das heißt, sie haben dasselbe geglaubt, aber das völlig unterschiedlich getan, unvereinbar miteinander. Mhm. Und das hat mir dann nicht gepasst, weil ich mir dachte, wenn man denn schon so ein Weltbild hält, dann muss es doch im Inneren irgendwie Konsistenz haben. War dieser Artikel denn auch auf so einer alternativen Plattform? Oder? Nee, das war ein klassisches Medium. Mhm. Das heißt, die hast du auch immer noch zeitgleich konsumiert, obwohl du eigentlich gedacht hast, dass das nicht stimmt, was da steht. Naja, ich musste ja wissen, was dem Volk erzählt wird. Wie ging es dir denn in dem Moment, als du diesen Artikel gelesen hast? Ich war verwirrt und ein bisschen aufgeschreckt. Das ist wie, es war ein bisschen wie in den Spiegel schauen und sehen, das sieht anders aus, als ich dachte. Mhm. Weil ich mich wiedererkannt habe in diesen Leuten, weil ich die Widersprüche in meinem Denken wiedererkannt habe in ihren Widersprüchen. Mhm. Und mir dann der Gedanke kam, wenn das nicht stimmt, was stimmt denn von dem, was ich glaube, möglicherweise auch noch nicht? Du hast ja davor eben auch ganz viele Widersprüchlichkeiten entdeckt und hast gesagt, die hast du ganz gut ausblenden können. Ja. Was war in dem Moment anders? Das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht, weil es so plakativ war. Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich da müde von meinem eigenen Glauben geworden bin. Und dass so ein Artikel wie der über die Chemtrails da einfach auf diesen fruchtbaren Boden gefallen ist, dass ich selber das Bedürfnis hatte, davon loszukommen, nur nicht wusste, wie. Schaffen es denn die AnhängerInnen von sowas da selber wieder raus? Oder braucht man die FreundInnen, so das Umfeld, was einem da wieder raushilft? Was ja häufig passiert oder was auch wahrscheinlich in Zukunft passieren wird, ist, dass Leute irgendwann genug haben von diesen Netzwerken. Ne? Also, dass man sagt, boah, auf Telegram, da ist ja immer so viel Mist, ich habe da keine Lust mehr drauf. Oder auf den Demos. Ich glaube, es gibt wenig Fälle, in der die Ideologie sich komplett auflöst. Ich glaube, sie wird weniger bei den meisten.
Und da ist es ja schon wichtig, andere Leute zu haben, die einem auch Dinge spiegeln, weil man ja solche problematischen Denkmuster nicht von heute auf morgen los wird und vielleicht selber ja auch gar nicht immer erkennt. Und je länger man da drin ist, je relevanter das für einen ist, desto schwieriger ist das natürlich. Wann war denn der Moment, an dem dein Weltbild so gebröckelt ist und du gedacht hast, okay, ich glaube, ich muss doch ein paar Sachen überdenken? Dieser Chemtrail-Text hat mir den Anstoß dazu gegeben, aber danach war es ein Prozess, der mehr als ein Jahr gedauert hat. Ich weiß, dass ich eine Geschichte nach der anderen abgelegt habe, gesagt habe, das ist mir jetzt zu verrückt und das kann nicht stimmen. Und je älter eine bestimmte Verschwörungserzählung war, je länger als ich an sie geglaubt habe, desto schwerer war es auch, sich von ihr zu lösen. Wie hat es dich verändert, würdest du sagen? Ich bin selbstkritischer geworden. Mein Menschenbild ist besser geworden, weil ich nicht mehr nur überall Unterdrückte und Unterdrücker sehen musste, sondern einfach Menschen losgelöst von ihrer Rolle in dieser großen chaotischen Welt. Mhm. Als die Corona-Pandemie jetzt losging, kamen da jetzt wieder so Gedanken an Verschwörungserzählungen hoch? Bei mir persönlich nicht. Da war ich einfach lang genug schon für raus. Bin ich auch glücklich drüber. Mhm. Aber dass es für Verschwörungserzählungen jetzt eine goldene Zeit ein bisschen wird, habe ich mir eigentlich ganz am Anfang gedacht. Wie gehst du denn heute mit Leuten um, die an Verschwörungserzählungen glauben? Wenn ich diese Menschen als an sich spannend finde, dann interessiert es mich zu verstehen, warum die das glauben. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mit ihnen einen speziellen Umgang hätte. Nee, das nicht. Mhm. Hast du denn eine Idee, wie man Menschen überzeugen kann davon, dass das nicht die Realität ist? Ich glaube, wir können diesen Vorsatz eigentlich vergessen. Menschen zu überzeugen? Verschwörungsgläubige zu überzeugen, dass sie sich irren, ganz speziell. Bei mir ging das nur, weil ich es wollte. Das Problem ist, wenn es unser Zusammenleben irgendwie so sehr beeinflusst, dass man Schwierigkeiten hat, da einen Kompromiss zu finden. Und das sehe ich gerade und das frustriert mich auch ein Stück weit. Würdest du denn jetzt mit Abstand sagen, dass dein Leben ohne Verschwörungserzählungen besser ist? Es ist langweiliger, pragmatischer und sehr viel besser. Ja. Warum glauben wir an etwas, das gar nicht stimmt? Dazu gibt es ein super spannendes psychologisches Experiment, das wir mit ein paar Leuten aus der Community gemacht haben. Von den Ergebnissen waren die ganz schön geplättet. Schaut mal hier. Und hier unten geht's zu einem Film von unseren KollegInnen von Follow Me Reports. Unbedingt reinschauen.